Wir erinnern heute an die Grenzöffnung 1989. Vorausgegangen damals waren natürlich Demonstrationen, friedliche Demonstrationen in der DDR. Und im Schutz der Kirche war es möglich, eben zu formulieren und eben Unmut zu äußern und gegen staatliche Willkür zu protestieren. Und anfänglich mit den Worten, wir sind das Volk, formulierte man später, wir sind ein Volk. Und meine Damen und Herren, wir erinnern uns wirklich aus unserer Sicht hier an diese Ereignisse und an die Situation, dass noch in der Nacht zum 10.11. die Grenzübergänge nach Berlin, wenn Sie so wollen, gestürmt wurden, geöffnet wurden. Und es gab Tränen, es gab Umarmungen, es gab also auch für uns, die wir hier im Grenzgebiet waren, dann plötzlich bei den Trabi-Kolonnen viel zu tun. In meiner Funktion damals als Schutzmann haben wir eben diese Mitbürger geleitet und haben ihnen Karten von unserem Gebiet zur Verfügung gestellt, denn sie wussten ja nicht, wo sie waren, wo liegt Kassel, wo liegt Bad Hersfeld, das war also alles ein bisschen schwierig, wo gibt es das Begrüßungsgeld, also ganz tolle Situationen, an die wir uns gerne erinnern, diese Trabi-Kolonnen, die uns hier erreichten und die von den Verwaltungen, der Landrat, damals begleitet worden und wir, die wir alle hier im Grenzbereich tätig waren, haben damals mit freiwilligen Helfern, anderen Mitbürgern dort eingegriffen und geholfen, persönliche Kontakte hergestellt. Und das war auch die Überlegung damals, dass wir gesagt haben, wir müssen hier unbedingt eine Erinnerungsstätte schaffen, ein Grenzmuseum schaffen. Und das ist nun geschehen. Wir haben seit 1991 diese Gedenkeinrichtung hier, die dankenswerterweise von den beiden Ländern Hessen und Thüringen unterstützt wird. Der Eingangsbereich ist inzwischen von Fritzlarer Exponaten geschmückt, Herr Oberst. Ja, wir haben also einen Bölko dort im Anflug auf die Halle, auf hessischem Gebiet. Aber es ist eben neben diesen Ereignissen und das, was natürlich immer in Erinnerung bleibt, auch ein wichtiges Datum, auf das wir hinweisen wollen, weil der 9. November natürlich auch Anlass ist für uns daran zu denken, dass neben der großen Freude wir eine große Verantwortung auch übernommen haben, für die wir seit nunmehr 23 Jahren einstehen müssen und wo wir natürlich auch gerade in den letzten 23 Jahren schon wieder eine sehr wechselhafte, sehr wechselvolle Diskussion immer wieder erlebt haben. Und ich bin sehr froh darüber, dass gerade in den letzten zweieinhalb Jahren viele Diskussionen, die auch an vielen Stellen geführt worden sind, völlig verstummt sind. Nämlich die Frage, wie kann das Zusammenwachsen noch besser werden und wie kann aber auch der Unterschied zwischen neuen und alten Bundesländern behoben werden. Es ist dort Gott sei Dank ein Ende der Diskussion darüber eingetreten und die Erkenntnis darüber, dass wir ein Deutschland sind, dass wir 16 Bundesländer haben, da kann man drüber diskutieren, ob wir die Zahl brauchen, aber dass wir alle zusammengehören, die ist mittlerweile doch in ein Fahrwasser geraten, glaube ich, wo wir alle sehr froh darüber sein können, dass hier nicht mehr viele Misstöne, so will ich sie nennen, an manchen Stellen doch noch geäußert werden. Man kann diesen 9. November, diesen Tag des Mauerfalls, als deutsch-deutsche Geschichte erzählen. Sollten wir auch machen, machen wir auch. Man kann sie auch als europäische Geschichte erzählen. Wenn man sie als europäische Geschichte erzählt in einem anderen Kontext, kommen so ein paar Jahreszahlen und will mit 1946 anfangen. 1946 hat Winston Churchill in einem Brief in die USA das erste Mal von einem eisernen Vorhang gesprochen, der über Europa niedergegangen ist. Von Stettin an der Ostsee bis runter nach Triest am Mittelmeer. Und hinter diesem eisernen Vorhang schreibt er, liegen all die alten Staaten Mitteleuropas mit ihren Hauptstädten, Warschau, Prag, Budapest, Belgrad, Bukarest, Sofia. Und hinter diesem eisernen Vorhang bestimmt Russland, die Sowjetunion, was geschieht und was nicht geschieht. Und dann halt 1989 der Fall der Mauer als Symbol für den Niedergang, für den Fall dieses eisernen Vorhanges. Ich war im Jahre 1992 auf einer Tagung im NATO-Hauptquartier Scheeb in Belgien. Und dort waren zusammen alle Staaten, die damals in der NATO waren,
Und die Staaten, die in die NATO eintreten wollten, das Baltikum, Polen, das Baltikum, die Staaten Ost- und Mitteleuropas. Und wir saßen in einer großen Diskussionsrunde und waren Botschafter vertreten, vielleicht 60, 70, 80 Leute. Und in der Diskussion stand ein russischer General auf, groß wie ein Bär. Wir haben ihn mit allen Orden und Ehrenabzeichen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und er sprach ein wenig drohend, ich weiß gar nicht in welche Richtung, ob man denn nicht sehen würde, dass mit dieser bevorstehenden NATO-Erweiterung der Westen in Richtung Osten voranrücken würde. Es war spannend, wer darauf geantwortet hat. Hätte die NATO-Botschafterin von den USA sein können, sie hat es nicht gemacht. Es stand ein polnischer Offizier auf. Und er sagte, nicht der Westen rückt gen Osten. Europa findet seine Mitte wieder. Was für ein Bild. Europa findet seine Mitte wieder. Und dieses Wiederfinden der Mitte hat auch viel damit zu tun, dass an diesem 9. November hier die Mauer fiel, in Berlin die Mauer fiel, dass sie von Ost nach West umgestürzt wurde und dass seitdem nicht nur für uns in Deutschland, sondern auch für viele, eigentlich für alle Staaten in Mittel- und Osteuropa eine neue, gute Geschichte begonnen hat. Wir konnten ein wenig daran mitwirken, wirken bis heute daran mit. Das macht viel Freude. Große Dankbarkeit für das Ereignis und für die Erinnerung, die bis heute und auch in Zukunft wachgehalten wird. Vielen Dank. Man hat die Auswahl, wie man von Erfurt nach Schifflersgrund kommen kann. Ich habe dabei gedacht, was hat sich das in dieser Zeit verändert? Vor 23 Jahren jedenfalls, da gab es nicht nur Google noch nicht. Aber da gab es auch diese Möglichkeit überhaupt noch nicht. Nicht nur die Auswahl zwischen einer Anfahrt über Eschwege oder Mühlhausen bei Langensalza, auch die Möglichkeit überhaupt hier hinzukommen. Ich sage nur Sperrbezirk. Der 9. November ist hier ein Tag der Freude in der Geschichte unseres Vaterlandes. Der Fall der Mauer, und häufig wird dann ja übersehen, die Mauer war nur ein Teil. Der Fall der Mauer und die Öffnung der Grenze sind und bleiben vielleicht der größte, einer der größten, vielleicht der größte Glücksfall in der deutschen Geschichte. Und die Öffnung der Grenze war vor allen Dingen das Verdienst vieler Bürgerinnen und Bürger in der ehemaligen DDR, die ihrem Verlangen nach Freiheit, nach Demokratie, nach Rechtsstaatlichkeit, nach freien Wahlen, nach Wohlfahrt großen Mut bewiesen haben mit all diesen Forderungen. Sie waren die treibende Kraft und sie waren es letztlich, die das Wunder, dass es trotzdem geblieben ist, möglich gemacht haben. Wir werden niemals vergessen, mit welcher Brutalität, Willkür und Menschenverachtung das DDR-Regime die Menschen unterdrückt hat. Das sind wir den Menschen schuldig, das sind wir den Menschen schuldig, die in den Gefängnissen gelitten haben, denen, die unter den Bedingungen der Grenze gelitten haben, denen, die an der Grenze ermordet wurden. Das sind wir aber vor allen Dingen uns selbst schuldig und denen, die nach uns kommen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagen, sagt man, liebe darunter verborgen und Gang unter. Würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, die dunklen Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regenkauf verschwimmen. Meine Augen haben schon in ein bisschen Mut verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Wir haben mehrere Begegnungen, nicht nur hier, sondern auch in Berlin gehabt. Und Sie wissen, Herr Ruske, dass wir in Berlin in der Landesvertretung des Landes Hessen im letzten Jahr des anderen Datums gedacht haben, mit mehreren Veranstaltungen, nämlich des 13. August 1961, dem Tag des Mauerbaus.
und daran erinnert haben, dass mit diesem Tag natürlich nicht nur etwas sehr Historisches, sondern etwas sehr Menschenverachtendes sich weiterentwickelt hat im negativen Sinne. Warum tun wir das? Wir tun das deswegen, darauf ist hingewiesen worden, weil es gerade jüngere Menschen sind, die nicht mehr authentische Zeitzeugen dieser Zeit waren, die daran erinnert werden müssen, welches Leid es auf der einen Seite bedeutet, in Diktaturen, in Unfreiheit und in Nichtrechtsstaatlichkeit zu leben, auf der anderen Seite aber auch, um junge Menschen daran zu erinnern, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass es ganz anders ist. Vieles von dem, was wir rückblickend diskutieren und betrachten, hat mit Zahlen zu tun. Es sind um die 1000 Toten gewesen, die beim Republikfluchtversuch, wie es die andere Seite genannt hat, ermordet worden sind. Aber es sind halt häufig nur anonyme Zahlen, die wir dort nennen. Heinz Josef Große, der hier ermordet worden ist, ist für mich eben eine Personifizierung dieser Zahlen, dieses Schicksals. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Schicksale Namen haben. Und ich erinnere mich an keinen Ort an der thüringisch-hessischen Landesgrenze, wo ich so sehr emotional berührt war, als ich zum ersten Mal hier war und es jedes Mal wieder bin, wenn man da drüben am Zaun steht und in dieses Tal schaut und sich wahrhaftig vorstellen kann, wie es denn gewesen ist an diesem schicksalhaften Tag, an dem ein Mensch erschossen, ermordet worden ist, nur weil er die Freiheit gesucht hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden diesen offiziellen Teil beschließen mit der Nationalhymne und werden anschließend nochmal zwei Blumengebinde niederlegen für die Opfer an der innerdeutschen Grenze. Heiligkeit und Recht und Freiheit für